Moin Meisters und Meisterinnen zur Kalenderwoche 40 mit mir, euer Maxi. Ihr glaubt gar nicht, was für eine Woche hinter mir liegt. Die Drucke waren schon am Montagabend oder Dienstagmorgen fertig. Ich glaube Dienstagmorgen um 6 Uhr, wo ich aufgewacht bin, war der letzte Druck fertig. Der letzte Druck war das schöne Pendel. Ja, was habe ich hier vor mir? Tolle Objekte, im Dunkeln leuchtend, Rainbow Filament, PETG, neu Remix, damit da meine Lager reinpassen. Also viele, viele coole Sachen diese Folge und ich würde sagen, nicht lang schnacken, fangen wir direkt mit dem ersten an. Ja, und das erste sieht eigentlich nach nicht viel aus, da steht einfach nur Solder Tipps oben drauf und ein Unendlichzeichen. Und unten ist auch ein Unendlichzeichen und es ist einfach nur ein Halter für eure Lötspitzen, weil meine hatte ich bei mir in meinem Lötgerät, hatte ich die einfach nur hinten drin in der diese Ablagefläche reingehauen, weil woanders hatte ich keinen Platz gefunden. Und ihr wisst ja, was ich für eine Lötstation habe. Das ist die, die ich auch unboxed habe. Hier hoffentlich irgendwo verlinkt, wenn ich es nicht vergessen habe. Auf jeden Fall, ich dachte mir, cool, wenn man beim Dunkeln löten möchte, dann leuchtet das noch ein bisschen nach. Dazu hatte ich auch zum Aufnehmen des Videos einen geilen Einfall. Dankeschön dafür nochmal. Ich habe gerade deinen Namen vergessen, aber ich werde ihn hoffentlich einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Mit dem Spiegel. Perfekt. Also das sieht so, so cool aus. Besonders dann auch mit dem dunklen Leuchten, wo es dann so in den Boden reinfließt. Oh, perfekt. Danke, danke. Vielen Dank für die Idee. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Es passt. Der Autor hat geschrieben, er hat hier oben noch ein Foampad reingetan, dass sie nicht hoch und runter wackeln. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Ein bisschen dickeres Foam, damit halt auch die verschiedenen Höhen der Spitzen berücksichtigt werden. Und ja, cooles Objekt, coole Idee. Habe ich sehr gebraucht für meinen Lang. Einfach nur so rum. Und weiter geht's zum nächsten. Bevor ich dieses Objekt gedruckt habe, habe ich nie die richtigen Kabel gefunden oder es hat immer so 5 bis 10 Minuten gedauert, weil ich habe da eine Schublade, da sind alle drin. Von Stromkabeln über Ethernet-Kabel, über Satellitenkabel, alles. VGR, HDMI. Ja, und jetzt konnte ich endlich meine kleinen Kabel hier ein bisschen sortieren. Ich bin so froh. Ja, es ist auch cool gemacht, dass es hier so ein bisschen sich aufsplitten kann, wenn da zu viel Druck drauf ist bei manchen Kabeln. Coole Idee, braucht wenig Filament, ist im Vase-Mode gedruckt. Auf jeden Fall coole Idee und man sieht hier den coolen Rainbow-Effekt durch das Stronghold-Filament, was sich, hoffentlich kann ich den Namen noch mal einblenden, wurde sich gewünscht bei meiner Verlosung und habe ich mir dann auch für mich selbst gekauft. Coole Sache. Und ja, zu einer Verlosung, wir haben jetzt ja die 700 Abonnenten geknackt. Ihr seid doch einfach verrückt, Leute. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und bei der nächsten 1000, was heißt bei der nächsten 1000, bei den 1000, dann wird es natürlich wieder eine Verlosung geben. Da dann nicht mit 5 Abonnenten, da dann mit 10 Abonnenten, die was gewinnen können. Und ja, cooles Objekt einfach zu drucken, nicht viel zu meckern. Ja, einfach cool, wenn ihr es braucht, druckt es euch oder lasst es euch drucken. Und weiter geht's zum nächsten. Und als nächstes haben wir ein kleines Spielzeug für nebenbei, was ich geremixt habe, denn hier sieht man, sind Lager verbaut. Da waren irgendwelche anderen komischen Lager, die da rein sollten. Ich habe es natürlich für mich geremixt. Ich musste den Remix nochmal anpassen, weil das Loch hier oben, beziehungsweise das Loch, wo die Lager reinkommt, ist ein bisschen groß. Das Loch von dem Zapfen, das passt, oh, könnte vielleicht ein Mühe größer. Aber das hier muss noch ein bisschen größer sein, weil ich habe hier so viele Sekundenkleber gebraucht, damit das hält. Also sonst cooles Objekt. Man muss es festhalten, weil es ist halt, bei mir habe ich halt einen Abstand, wenn ich ranzoomen kann. Das heißt, der Schwerpunkt ist weiter nach vorne. Das heißt, es kippt ein bisschen leichter, aber ist einfach cool. Ganz wichtig ist auch, ich habe ja die gepackten Lager, die 608er. Da habe ich natürlich das Cover abgemacht, dann einmal in Isopropanol gebadet, damit das ganze Fett rausgeht. Dann einmal mit WD-40 oder einem anderen Leichtschmieröl, was ihr gerne da habt, einfach reinjauchen, ein bisschen drehen und dann funktioniert das schon. Auf jeden Fall cooles Objekt. Bei mir sieht man, ja, ist nicht ganz gerade eingeklebt, deswegen eckt das hier oben manchmal ein bisschen an. Oh nee, da ist gleich der Kleber am Weg. Der Kleber war am Weg und ich habe es nicht gerade eingeklebt. Das ist halt die Gefahr, wenn man halt zu groß macht und das mit der Hand so hält und dann noch Kleber rein. Doof. Auf jeden Fall werde ich das nochmal in der Final-Version anders machen, damit ihr es gut habt. Aber man sieht selbst, man kann auch das hier benutzen, um ein bisschen Fliehkräfte oder so zu demonstrieren, was man möchte. Oder das Chaotische, was es hier so gibt. Auf jeden Fall ein kleines, cooles Spielzeug
und weiter geht's zum nächsten. Ja, das nächste sieht nicht nach viel aus, aber es kann dir helfen oder auch älteren Leuten helfen, denn es ist nämlich ein Flaschenöffner. Wenn wir hier zum Beispiel, ja, das bläue ich bestimmt aus, aber man kennt es bestimmt eher an den Farben, eine Flasche habe, die ich selber nicht aufkriege, weil ich zu wenig Kraft habe oder meine Hände glitschig sind oder, kann ich ihn hier aufsetzen. Es hat zwei Richtungen, einmal zum Aufmachen und einmal zum Schließen. Setze ich hier drauf, zack, und ich will es aufmachen, ah, zack, funktioniert. Aber wenn ich jetzt mit der Seite versuche, das zu schließen, geht es nicht ganz, weil er dann überzieht. Das heißt, ich drehe das einmal um, zack, und dann habe ich es nochmal sicherer verschlossen. Das gleiche geht, wenn ich es öffnen will, geht natürlich nicht. Man muss es dann richtig rumdrehen, dass man nicht vielleicht aus Versehen, wenn man in Gedanken gerade versunken ist, das eigentlich zumachen wollte und dann einfach aufmacht. Und so einfach geht das. Zack, das stehe ich zur Seite. Cooles Hilfsobjekt, cooles Geschenk auch vielleicht für eure Großeltern oder Eltern, je nachdem, ob ihr schon älter seid, oder für euch selber, wenn ihr manchmal Probleme habt, solche Sachen aufzumachen. Und es hat noch eine Funktion, man kann mit dieser Seite Dosen öffnen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich nicht so viele Dosen hier im Hause habe, aber man kann es mir gut vorstellen, hier ist extra abgeneigt nach unten, zum Runterstecken, aufmachen. Vielleicht habe ich dann Fotos auf meiner Webseite dafür, falls ich dann, ich denke mal, bis dahin habe ich eine Dose gekauft, um das euch zu demonstrieren. Und ja, weiter geht's zum letzten Objekt für diese Folge. Ja, das letzte Objekt dieser Folge ist auch in zwei Teile gedruckt und heute bin ich gerade echt so fix unterwegs. Ich sehe gerade, ich nehme gerade 7 Minuten und 45 Sekunden auf. Diese Woche geht's echt schnell. Was ist es? Ihr habt schon in dem kleinen Video gesehen, es ist ein Handyhalter. Ich habe erst gedacht so, hä, der ist kaputt, ich krieg's ja gar nicht so reingesteckt, aber, also ich wollte es so draufsetzen, geht nicht. Ihr müsst es aber von der Seite reinschieben und dann hält's bombenmäßig. Ich habe hier mein Mobiltelefon, zack, es hält. Es hält, glaube ich, auch in dieser Position. Ah, nicht so, aber okay, warum sollte man sein Handy auch so hinlegen? Dann macht man es doch lieber andersrum. So. Und man hat einen tollen Handyhalter. Einfach zu drucken, variabel in den verschiedenen Positionen. Ah, komm schon, geh auf. So. Bei mir ist es noch ein bisschen schwergängig, weil hier habe ich ein paar kleine Fehlerchen drin in den Gears, dadurch hängt es ein bisschen, wenn es an der Position ist, aber sehr cool. Werde ich auf jeden Fall benutzen, um an meinen PC zu stellen, weil dann kann ich es einfach so zack da reinlegen. Dann kann es auch ein bisschen, okay, das war vielleicht ein bisschen schnell. Zack, hält. Man muss nicht viel machen und besser geht es auch fast gar nicht. Warum auch wenig Filament, auch ein bisschen gespart hier mit dem Logo, dann noch CT einmal durchgestochen. Man könnte vielleicht auf der Rückseite noch ein Loch durchschrauben oder hier noch ein größeres Loch auf dieser Seite, damit man noch mehr Filament spart. Aber naja, muss man dann selber wissen, wie man es machen möchte. Auf jeden Fall, diese Woche sehr ereignisreich, das Video mit der MMU. Hat endlich geklappt mit der MMU. Da drucke ich jetzt noch zwei Halter. Mein erster richtiger Druck in der finalen Position, damit ich den Filament-Buffer an die Wand hängen kann. Weil so habe ich noch keine Position, damit alle Filamente reinkommen. Und wenn das alles schicki ist, dann bereite ich auch dann die Roomtour vor, weil da wollte dann noch ein Studio- und Druckerzimmer-Tour. Da wollte nämlich noch ein Bekannter vorbeikommen, der dann die Kamera hält, damit ich euch alles schön zeigen kann. Und ja, ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit für diese Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr da seid. Danke an die geknackten 700 Abonnenten. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe auf weiteres Wachstum und auf neue, coole Projekte um 3D-Druck und auch um das generelle Technikthema. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüssen!